Dieser Auftritt hier am Flughafen Zürich hat nichts damit zu tun, dass ich im Dezember für den Bundesrat nicht mehr kandidiere. Das ist also keine Bewerbung für eine Stelle als Pilot. Die Bedeutung des Flughafens Zürich ist kaum zu überschätzen. Weltoffenheit, gesellschaftliche Vernetztheit, Wettbewerbsfähigkeit. Alle diese Pfeiler einer erfolgreichen Schweiz kämen ins Wanken, wenn es den Flughafen Zürich nicht gäbe. Lassen Sie mich vielleicht das auf Zürichdeutsch sagen. Der Beitrag des Flughafens an unser Land ist schlicht und einfach unique. Und Sie verstehen, dass der Bundesrat zum Schluss kommt. Der Flughafen Zürich ist schlicht zu groß. Und dass die Westschweizer ihre Mehrheit im Bundesrat voll ausspielen, um den Flughafen Genf zu stärken. Ja, ich kann Sie schon beruhigen. Noch ist nichts entschieden, meine Damen und Herren. Nicht einmal Eckwerte. Nur so viel, es wird geprüft, ob etwa ein Teil der Zürcher Flüge künftig von der Welp aus möglich wären. Zum Beispiel jene nach London. Ja, ich weiß, es gibt Stimmen, die angesichts unseres Verhältnisses zur EU vorher sagen, dass die Schweiz in Europa bald nur noch London anfliegen wird. Das ist aber übertrieben. Auch Gibraltar wird eine Destination bleiben. Wir taufen dieses Edelweiß-Flugzeug, diesen Airbus A320, auf den Namen Villars-sur-Ollon. 3, 2, 1, 0! Was schenkt man einem Bundespräsidenten, dass man compliant ist, wie man heute sagt, dass es nicht als Schmiergeld angeschaut wird und dass man behalten darf? Wir haben Ihnen zwei Geschenke, ein leichtes und ein schweres. Das leichte Geschenk ist eine Maske Flughafen Zürich. Sie soll Sie schützen vor der nächsten Krise, die kommt. Das zweite Geschenk, Herr Bundespräsident, ist etwas Schweres. Sie haben mir, als wir uns vorhin getroffen haben, gesagt, Sie würden gern mal in Zürich landen, am liebsten auf der Piste 28. Und das ist jetzt wirklich ein Zufall, weil, meine Damen und Herren, wir haben etwas ganz Einzigartiges für Sie, Herr Bundespräsident. Wir haben Ihnen ein Stück Piste. Das hier ist ein Stück Piste 28 und auf diesem Stein steht in Gold eingeschrieben für Bundespräsident Alain Berset ein Stück Flughafen Zürich. Dieses Stück ist original, das wurde herausgelöst bei der letzten Renovation der Piste, ist 15 Kilo schwer. Hat einen ideellen Wert von ein paar Millionen.
und einen materiellen Wert von etwa 6,50 Franken. Und wir werden Ihnen diese 15 Kilo oder 6,50 Franken am Montag dann ins Büro liefern. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Sehr leicht und er hat Kraft, man sieht es. Freut euch sehr auf ein Happy Birthday unter Leitung von Sandro Oberholzer.